Hallo, guten Tag und Dobadan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute gibt es wieder eine Runde Hawked und ich verstehe langsam immer mehr das Spiel. Und ich finde es jetzt schon fast ein bisschen lustig und auch ein bisschen peinlich, wie man am Anfang so gar nichts auf die Reihe kriegt, weil man es nicht checkt. Ich habe nicht mal gecheckt, dass die Glyphen auch eine bestimmte Fähigkeit einem verleihen. Ich dachte, man braucht die einfach nur, um den Tresor zu öffnen, aber jede einzelne Glyphe hat ja auch nochmal eine Bedeutung und eine extra Fähigkeit. Habe ich am Anfang überhaupt nicht drauf geachtet, nicht mal gepeilt, dass das so ist, bis ich dann irgendwann das festgestellt habe, aha, okay, jede Glyphe macht doch was und die Verbesserungen, die dadurch entstehen, die sind nicht zu verachten. Also check das jetzt mal ab, heute im Gameplay geht es auch so ein bisschen darum und um natürlich die Schatzsuche auf der X-Isle. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns natürlich wieder beim nächsten Video. Und dann würde ich sagen, lasst uns nicht lange warten und rein in die Runde. Macht's gut, Leute. Euer Jan Jugo. Und jetzt, let's go. Okay. Oh. Ich hab die gar nicht gesehen. Keine Waffe in der Waffenkiste? Ach doch, da oben. Hab sie nicht gesehen. Okay. Und nee, daneben. Schade, bis dahin war es so gut. Okay. Wir sollten erstmal die Waffenkiste noch mitnehmen. Wir haben nur eine Waffe. Die ist schon fertig. Ich höre sie. Die können wir mitnehmen. Die Fehlerglyphe. Und jetzt zurück zu der anderen. Das ist ein Monster, aber ich bin ja unsichtbar. Achso, wir müssen durch die Tür durch, ne? Denke ich mal. Ja, ja. Headshot. Okay. Das ging jetzt irgendwie leichter als gedacht. No. Oh no. Jetzt wird's wirklich peinlich. Oh Mann! Jetzt, der muss sitzen jetzt. Oh. Memory. Nee, nicht Memory. Oh nein, ich bin immer zu langsam. Ich muss mit der Waffe das machen.
Easy. Rucksack ist voll. Thank you.
Okay, wir haben die goldene Schild noch bekommen. Sehr nice. Meine letzte Glyphe. Surf man an Land? Wie surf ich an Land? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ich hier lang muss, um an den Schatz zu kommen. Killen und stört er mich. Alles gut? Ja. Oh, so ein Schmuckstück, fast wäre ich in die Falle gerannt. Machen wir das Ding auf. Als erstes Schild oder was das war. Das hier unten. Dann hier. Dieses Wasserding. Die Schale. Und das andere Wasserding. Reagenzglas. Aber ich hab die aufgepasst. Die Blüten haben ja alle Namen, aber habe ich mir das gemerkt? Nein. Wow, die Schatzkammer ist offen. Genial. Ich werde angezeigt, verdammt. Den hätten wir als letztes nehmen müssen, egal. Okay, wir sehen zu, dass wir hier wegkommen. Zu einem Extraktionspunkt. Der nächste ist angemarkert. Links oder rechts? Links oder rechts? Ich glaube, ich nehme den links. Oh ja, ich kann jetzt einfach so weiter surfen an Land. Geil. Ah, es hört aber dann irgendwann auf, okay. Coole Fähigkeit auf jeden Fall. Ich sehe leider keinen Unsichtbarkeitskristall, schade, aber egal. Los geht's. Wir können ein Glücksspiel machen, solange. Yes! Yes, alles drin. Das war's. Ciao, ciao. Fünf Schmuckstücke extrahiert, nicht schlecht. Horn des Heimkehrers. Das war ja mal eine entspannte Runde Hawk. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euch alles Gute. Ciao, ciao.